Moin YouTube, ja, da bin ich mal wieder. Ich freue mich riesig darauf, die hier endlich testen zu können. Und den ersten, den ich mir ausgesucht habe, ist tatsächlich auch einer, auf den ich mich extrem freue. Den habe ich auch so noch nie probiert. Daher, er wird jetzt von mir frisch aufgemacht. Ich nehme euch gleich mit dafür. Und dann werde ich ihn erstmal einige Tage, vielleicht sogar mindestens eine Woche lang testen. Aus verschiedenen Pfeifen, mit Filter, ohne Filter und so weiter und so fort. Bevor ich dann überhaupt wagen würde, eine Beschreibung zu liefern. Ich freue mich darauf, diesen Tabak testen zu können. Und zwar den Bayou Morning Flake. Eine Virginia Perique Mischung. Ich bin extrem gespannt. Lassen wir uns überraschen. Und wir machen die Dose jetzt mal gemeinsam auf. So, und da sind wir schon angekommen. Mal schauen, wie das so klappt. Die typische Verpacktechnik der Gorn- und Deal-Dosen. Was mich dazu nötigt, ist dann nachher in so ein doch recht praktisches Mason Jar Glas umzufüllen. In diesem Fall übrigens kann ich euch empfehlen, ja, guckt mal bei unseren Kollegen der grünen Rauchsorte. In den Online-Shops kriegt man die meistens erheblich billiger als woanders. Und ja, klar, klar, steht jetzt RAW drauf, aber so, dann wollen wir mal. Yeah. Zack. Vintage Blends, Select RAW. Allein der Geruch jetzt schon, es ist unglaublich. Nun gut. Zack. Losgeilert. Schön auspacken. Da ist er. Guckt euch das an. Richtig, richtig wunderbar süß nach einem wirklich schmackhaften Virginia und definitiv wunderbare Säuerlichkeit vom Perique. Ich baue euch mal um, damit wir zusammen die Nase da reinstecken können. So, da sind wir wieder. Und boah, der Geruch ist einfach wow. Ich freue mich riesig drauf, den gleich in meine Pfeife zu stöpfen und das erste Mal zu probieren. Ich weiß nicht, ob ich euch da bei haben will, denn das ist, wenn das erste Mal einen Tabak probiert, das ist doch immer irgendwas, das hat auch was Erotisches. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber natürlich habe ich euch dabei, wenn ich den gleich einbringe und das erste Mal die ersten paar Züge nehme, ist es auch so weit, dass ich gleich losgehe zu meiner Lütten, um die vom Kindergarten abzuholen. Dabei habe ich dann meinen kleinen Spaziergang ums Dorf rum und rauche dabei in Ruhe, kann ich also noch nichts Direktes über die Raumnote sagen, aber das wird mit den Tagen kommen, denn boah, der Geruch jetzt schon und der steht noch auf dem Tisch, ne? Aber na gut, dann wollen wir mal. Oh, meine Güte, das ist im. Ich meine natürlich, dieser Tabak riecht wirklich, wirklich ansprechend. Ich meine daraus ein wenig Zeder zu riechen und leichte Zitrusnoten. Etwas Heu. Oh ja, etwas Heu definitiv und Brotfrucht. Wie es einem vernünftiger Virginia tun sollte in diesem Segment. Virginia Perique. Er ist fast schon sehr süß, der Geruch. Nein, er ist nicht aromatisiert. Also ein Red Virginia vermutlich. Ich weiß es gar nicht. Tatsächlich. Ich werde den jetzt stopfen und das erste Mal entzünden. Dabei lasse ich euch natürlich zugucken und werde meine Eindrücke schildern, bevor ich dann losgehe, um meine Lütte abzuholen vom Kindergarten. Aber ich bin gespannt, wie mir dieser Tabak munden wird. Also auf der Dose steht auch, ich habe es gerade umgefüllt, deshalb sehe ich das. Und das erzähle ich euch, während ich die Pfeife stopfe. Übrigens eine Zuge. Not for the faint of heart. This Virginia Perique blend comprises red and bright Virginia alongside a generous measure of genuine St. James Perique among our most popular blends. So, gestopft haben wir. Und tatsächlich schon beim Zugtest kommt eine fruchtige Süße auf meine Zunge. Das ist wirklich mal was anderes. Also wollen wir mal stilecht entzünden, denn wenn ich das erste Mal einen Tabak neu anzünde und den wirklich genießen will, dann nehme ich meistens Streichhölzer dafür und in diesem Fall machen wir das. Ein Wunder, ein arabisches. Thank you.
Und wie riecht er? Also wie gesagt, zur Raumnote kann ich da jetzt noch nichts sagen. Kommt später im Video, wenn ich ein paar Mal geraucht habe und auch meine Frau zu Hause war. Die hat im Moment Spätschicht, daher kann ich dazu so noch nichts sagen. Aber wie gesagt, das kommt später im Video. Das erste Entzünden und der Rauch, der auf meine Zunge und meinen Gaumen trifft, ist schon recht schmackhaft. Ich bin gespannt, wie gesagt. Ich möchte dazu jetzt noch keine richtige Beschreibung abgeben, denn ohne Filter, mit Filter, verschiedene Pfeifen, verschiedene Tagesformen und so weiter und so fort. Dann kann ich erst genau sagen, wie ich ihn finde und vor allen Dingen beschreiben, wonach er mir schmeckt und so weiter und so fort. Aber ich freue mich drauf, diesen Tabak weiter zu rauchen und vor allem in vielen verschiedenen Pfeifen zu probieren. Ich muss, sonst kann ich ja keine richtige Beschreibung dafür abgeben. Also bin ich gezwungen. Nein, aber ich freue mich riesig darüber. Macht sie auch gut in meinem Mason Jar Glas neben meinem Orly Golden Slice. Hier übrigens mal der direkte Vergleich. Orly Golden Slice und Bear You Morning Flake. Nun gut, wir sehen uns definitiv gleich wieder. So sehen wir uns also wieder, habe ich ja angedroht und versprochen. Samstagmorgen, heute soll ungefähr eine Trilliarde Grad werden, wurde angesagt. Und deshalb gehen wir gleich mal mit dem Hund eine kleine Runde am frühen Morgen. Kann nicht schaden. So, wie angedroht sind wir spazieren. Schön früh noch am Tage. Ja. Die Raumnote kann ich endlich beschreiben als herb. Manche sagen das hier, manche der Anwesenden. Aber kann man sich eigentlich drauf verlassen. Es ist nun mal kein aromatisierter Tabak, sondern eine Virginia Perique Mischung. Moin, ja. Noch früh am Tage. Man hat ja nichts anderes zu tun. Besser gesagt, ich schätze mich glücklich, dass ich nichts anderes mehr zu tun habe. Meine Frau hat Frühschicht, Kinder haben Ferien und ich bin so früh aufgestanden, dass ich, bevor alle anderen wach sind, noch mal eine schöne Runde drehen kann, bevor es dann wieder zu warm wird, obwohl es heute eigentlich den ganzen Tag regnen sollte. Aber wie man sieht, blauer Himmel, die Sonne kommt durch, fürchterlich. Nein, ich gönn's allen, die das mögen, aber ich mag's nicht. Ich freue mich, wenn es wieder kälter wird, weil 30 Grad kann ich nicht so, das ist nicht meins. Aber gut, ich gönn's jedem. Genug vom Wetterbericht. Heute geht es abschließend um den Bayou Morning Flake. Wenn man den Broken Flake, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, schön in die Pfeife gebracht hat, dann glimmt er wirklich gemütlich vor sich hin. Ein Tabak, der nicht unbedingt viel Aufmerksamkeit fordert. Man sollte aufpassen, dass man ihn nicht zu heiß raucht. Auch das habe ich probiert. Ne? Ich meine absichtlich, denn es war kein Wind. Es war die letzten Tage absolut windstill. Und ich hatte keine Kamera dabei, um Wind heraufzubeschwören. Also muss ich mir Mühe geben, ein bisschen mehr ziehen, als ich normalerweise ziehen würde. Dann wird er recht schnell bissig und extrem sauer. Dann schmeckt er mir zumindest nicht mehr gut und man kann ihn auch nicht mehr retten. Also der Geschmack vom ersten Entzünden bis zum letzten hält sich sehr, sehr gut. Die Stärke ist sehr moderat, würde ich sagen. Sonst würde ich ihn auch nicht am Morning rauchen. Ich habe ihn jetzt zu verschiedenen Tageszeiten geraucht, auf verschiedenen Pfeifen, mit Filter, ohne Filter. Er ist natürlich ein bisschen intensiver, wenn man ihn ohne Filter raucht. Aber das ist vertretbar und natürlich logisch. Ne? Das ist jeder Tabak. Der Geschmack an sich, und darum sollte es ja jetzt gehen, hält sich wie gesagt sehr gut. Es ist ein sehr, sehr guter Geschmack nach einem typischen Virginia. Er ist sehr süß. Der Red Virginia schlägt hier wirklich, wirklich gut zu Buche. Aber schon nach dem ersten Drittel kommt dann ordentlich der Perique dazu, was die Säuerlichkeit anhebt und ein Potpourri aus den Möglichkeiten, den diese beiden Tabake bieten. Eine wunderbare Säuerlichkeit, leichtes Fruchtaroma auf der Zunge und wirklich immer den Geschmack oder Geruch, weil ich ja aus der Nase auspuste, von Heu und Pumpernickel in der Nase. Also wirklich, wirklich gut. Er kann allerdings meinem Orly Golden Slice nicht den Rang ablaufen. Der ist immer noch ein bisschen, finde ich, eine Spur milder. Und nun gut, das ist einfach mein Standard-Tabak seit Jahren, seit Jahrzehnten schon. Und ist er sein Geld wert? Schwer zu sagen. Ich würde sagen, ich meine, das sind 40 Mark im richtigen Geld.
Aber nö. Also es lohnt sich als Schmankerl einfach mal zu probieren und zu genießen. Das sollte man klar sein. Allerdings, ich sag mal, hin und wieder, vielleicht gönnt man sich ja auch mal eine Zigarre von Davidoff und hat das Glück, wenn die Ernte dann richtig läuft, auch mal wieder eine Cohiba zu rauchen. Und die kosten halt auch ein paar Euro pro Stück. Und das genießt man ja dann auch. Ich denke, das Gleiche ist hier der Fall bei diesen Kornel- und Dealtabakken. Es ist nichts für immer, für All-Day-Smoke und immer in der Pfeife. Dafür wäre er mir einfach zu teuer. Es würde funktionieren, einfach vom Geschmack und der Stärke her, denn er ist wirklich perfekt gemischt und ein Genuss für Virginia Perifins. Nun gut, im Grunde genommen war es das, glaube ich. Waren wir doch noch mal spazieren, obwohl es nicht geregnet hat, aber es ist jetzt auch schon 25 Grad, glaube ich. Also, und es ist gerade mal kurz nach 6. Nee, das muss nicht sein, ne? Aber gut, ich gönn's euch, jedem, der das mag, ich gönn's euch wirklich. Kommen ja auch wieder andere Tage. Nun gut, ich danke euch für eure Zeit. Geht raus, wenn ihr könnt, habt Spaß, wenn es nicht zu heiß ist. Gebt Acht auf euch, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne? Ciao.